Liebe Astrologiefreunde, ich begrüße euch zu Beginn des Januars im Jahre 2024, welches mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines der großen Schicksalsjahre der Menschheit wird. Wenn ich mich selber so sprechen höre, so einen Satz sage, einen Satz, der auf Gedanken basiert, die ich vor 3, 4 Jahren nicht für möglich gehalten hätte, dann wirkt mir schon ein wenig merkwürdig, weil ich bin ein eigentlich einfacher, im Verhältnis zum Universum kleiner Mensch, muss aber aufgrund dieses unfassbar wunderbaren Werkzeugs Astrologie feststellen, dass diesen Satz, den ich eben gesagt habe, dass der, so sagt mir das jeweilige Geburtsbild, einfach wahr ist. Was ich in diesem Video tun möchte, ist Folgendes. Es gibt innerhalb der Astropolarity-Lehre, und ihr könnt ja auch da die Lehrgänge auf der astrovitalis.de, könnt ihr euch anschauen, könnt ihr erwerben, einen äußerst wichtigen Lehrsatz, der da lautet: Wenn Dinge zeitgleich geschehen, haben sie immer etwas miteinander zu tun. Das ist eine Beschreibung des Prinzips der Analogie. Und in dem Falle der zeitlichen Analogie. Wenn Dinge zeitgleich geschehen, haben sie immer miteinander zu tun. Ich will jetzt auf Folgendes hinaus. Der Pluto, über den ich ja jetzt in den letzten Monaten schon viele Videos gemacht habe, aufgrund des Umstandes, dass er 2024 in den Wassermann wechseln wird, nachdem er 16 Jahre im Steinbock gewesen ist. Er ist am 26. November 2008 in den Steinbock hineingelaufen. Das sind jetzt 16 Jahre. Und seither hat sich also dann mundan eine Pluto im Steinbock, Saturn-Pluto-Konstellation ergeben. Und seit Jahrzehnten bildet Saturn-Pluto für mich, wenn ich, wie es mein astrologischer Stil unter anderem ist, so eine Konstellation versuche, in ein Bild zu gießen. Saturn-Pluto ist für mich einerseits Druck, und um es noch bildlicher zu sagen, der Scheiterhaufen. Ideologie. Saturn-Pluto. Ideologie ist ein sehr, sehr wichtiges Wort für das, was Saturn-Pluto auch ist. Ideologie wird seit Marx und Engels im Grunde genommen definiert als Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz oder an guten, die Wahrheit zeigen wollenden Argumenten orientiert, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse entweder zu stabilisieren oder zu ändern. Das ist die Absicht einer Ideologie. Und wer einer Ideologie, das ist ganz egal, ob es jetzt eine politische oder auch eine religiöse ist, das spielt erstmal keine Rolle. Wer einer Ideologie folgt, ist dann, wenn man es mal aufs Mittelalter bezieht, ein sogenannter Hetäriker oder ein Ketzer. Und eine Da zitiere ich mal Machiavelli, obwohl die Römer das auch schon praktiziert haben. Eine Prämisse von Ideologen ist,
teile und herrsche. Das erleben wir in purer Form seit 3-4 Jahren. Ihr wisst, was ich meine. Und wer da nicht weiß, was ich meine, dem ist eh nicht zu helfen. In einer Ideologie und immer sozusagen aus ihr Folgen der Inquisition ist das erste Opfer die Wahrheit. Und ich will euch, weil am 26. November 2008 der Pluto in den Steinbock lief, mal drei Beispiele bringen von einem Ereignis, das bringe ich allerdings zum Schluss, und zwei politischen Persönlichkeiten, sage ich mal, die zeitlich und inhaltlich sehr genau repräsentieren, wovon ich spreche. Zunächst mal Deutschland. Cem Özdemir wird genau an diesem Tag, Analogie, wenn Dinge zeitgleich geschehen, haben sie immer was miteinander zu tun, zum neuen Bundesvorsitzender der Partei Bündnis Die Grünen gewählt und ist damit der erste deutsche Vorsitzende einer Bundespartei mit sogenanntem Migrationshintergrund. Also ich liebe dieses Wort in Anführungsstrichen. Das ist so eine der heute unzähligen ideologisch dümmlich intellektuell sprachlichen Verweigerungen, ich nenne das eine Verweigerung, von einfachen, klaren Sachverhalten. Das wird dann in eine solche intellektuell dümmliche, verstümmelnde Form gegossen. Dafür gibt es ja heutzutage unglaublich viele Beispiele. So, die Grünen sind aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass Ideologie wie eine Fahne ist, die immer in Richtung der Macht weht. Wisst ihr mir? Hier haben wir das Geburtsbild für einen kurzen Moment nur, mehr brauchen wir da nicht. Was hat der? Özdemir hat den Mond im Quadrat zu Pluto und Saturn. Da muss man nicht mehr zu sagen. Pluto, Saturn. So, zweites Beispiel. Obama. Der ist im Januar 2009, also, weiß nicht, 3-4 Wochen, nachdem Pluto in den Steinbock lief, in sein Amt als Präsident eingeführt worden. Obama. Und er ist der erste Präsident, wie ja im Grunde genommen faktisch klar ist, der erste Präsident der amerikanischen Geschichte, der in seiner Amtszeit, und er hatte zwei Amtszeiten, ständig Krieg geführt hat. Yes, we can. We can ständig Krieg führen. Dass er dafür einen Friedensnobelpreis bekommen hat, ist sicherlich eine der Absurditäten dieser ideologisch geprägten Phase der Menschheit. Aber so ist es nun so. Und jetzt kommt da Obama kurz mit dem Geburtsbild. Was sehen wir hier? Geht nämlich noch tiefer, und zwar auf die Ursachenebene. Da ist Saturn-Pluto am MC oben, nicht? Also Skorpion am MC, das ist eine Saturn-Pluto-Konstellation, Astropolarity-mäßig Ursachenebene. Und da wirkt sich dann das aus im Planeten Pluto. Und da haben wir es wieder, ein Quadrat zum Mond. Also da ist immer, genau wie beim Özdemir, das Prinzip der Macht natürlich mit enthalten. Okay, das ist astrologischer Kindergarten, aber ich wollte es euch trotzdem, weil es eben so genau passt, dazu sagen. So, und dann habe ich noch was Interessantes gefunden, weil ich ja alle möglichen Geschichten immer versuche zu recherchieren und mich dann wiederum auch zu vergewissern, ob ich das, ob das, was ich recherchiere, auch nicht jetzt irgendein Fake ist.
weiß man ja heute nie mehr. Folgendes: In den USA wurden 2008, ich glaube sogar am Ende 2008, aber dem geht ja meistens noch eine längere Forschung voraus, SARS-artige Coronaviren synthetisiert. Und da gab es dann einen Artikel in einer entsprechenden Fachzeitschrift. Und der Verfasser dieses Beitrags ist ein gewisser Professor Ralph Baritsch von der amerikanischen University of North Carolina. Der wird heute unter anderem von vielen als der sogenannte Vater der Coronaviren bezeichnet. Und der hat Folgendes gesagt. 2008. Sagt, Pluto geht in den Steinbock. Er hat gesagt, jetzt, ich lese es mal vor, jetzt haben wir die Kompetenz, SARS-artige Coronaviren verschiedener Art zu entwerfen und zu synthetisieren. Und kurz zuvor sagte er, dass diese Technologie der Synthese der Virussequenzen das Potenzial zur Produktion von Massenvernichtungswaffen hat. Eine Verschwörungstheorie. Unabhängig davon, dass ich die ganzen sogenannten Verschwörungstheorien ohnehin schon längst als wahr bewahrheitet habe. So. Der Pluto wird jetzt 20 Jahre lang bis Ende 2043 im Wassermann laufen. 20 Jahre lang, in denen sich möglicherweise, und ich kann es nur hoffen, die Menschheit von diesem ideologischen Irrsinn, der natürlich wie immer jede Realität leugnet, dass es sich die Menschheit davon erholt. Danach wird er in die Fische übergehen. Das ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich will jetzt keine Vorträge darüber halten, zu den feinen Unterschieden zwischen Wassermann und Fische. Das ist etwas Ähnliches im Sinne einer homöopathischen Ähnlichkeit. Und bleiben wir erstmal bei den nächsten 20 Jahren. Da wird sich die Menschheit, so kann man nur hoffen, von diesem vergangenen Irrsinn der letzten 16 Jahre erholen. Und das beginnt jetzt im Januar. In der dritten Januarwoche geht der Pluto nochmal in den Wassermann, er bleibt da ein paar Monate, geht dann raus, aber am Ende des Jahres, November, habe ich ja viele Videos gemacht, ist er dann endgültig im Wassermann. Und dann hoffen wir im Sinne einer Wahrheit das Beste. Vielen Dank.